Tom, der Abschleppwagen. Hallo Christopher, mischst du gerade Zement für die Baustelle? Das machst du super, Christopher. Aber was ist das für ein Geräusch? Klingt so, als wäre da etwas mit deinem Motor nicht in Ordnung. Ach du liebe Güte, Christopher. Ich denke, du solltest ihn ich glaube, dein Motor ist durch, Christopher. Wir müssen dich so schnell wie möglich reparieren. Wer könnte uns auf die Schnelle helfen? Gute Idee, Christopher. Tom wohnt nicht weit von hier. Er sollte dir helfen können. Hallo, Tom. Oh, und hallo, Klein-Tom. Macht ihr Frühstückspfannkuchen? Die sehen ein bisschen unförmig aus. Oh, und ein netter Kuchen. Ist schon gut, Tom. Christopher, der Zementmischer, braucht deine Hilfe. Sein Motor hat den Geist aufgegeben und er braucht jemanden, der seine Mischertrommel aus dem Fluss zieht. Hey, schau mal, da ist Bobby das Boot. Das ist wirklich nett von dir, Bobby, dass du die Mischertrommel aus dem Fluss geholt hast. Jemand hätte sich daran verletzen können. Okay, Tom, warum schleppen wir Christopher nicht in die Werkstatt? Und Klein Tom, meinst du, du kannst die Mischertrommel nehmen? Okay, na dann mal auf in die Werkstatt. Gut gemacht, Jungs. Wir haben Christopher hier. Allerdings in zwei Teilen. Okay, Klein Tom. Fangen wir an, indem wir den alten Zement in den Mülleimer schütten. Großartig. Also, wie kriegen wir jetzt Christophers Mischertrommel wieder so montiert, dass sie nicht abfallen kann? Oh, wow, Tom. Da hast du aber eine Menge Muttern und Schrauben. Mit denen können wir Christophers Mischertrommel sicher an Ort und Stelle halten. Das sieht gut aus, Tom. Jetzt müssen wir diesen Motor austauschen, Christopher. Hast du einen Ersatzmotor, Tom? Sieht so aus, als wärst du repariert, Christopher. Was meinst du, Tom? Wir müssen ausprobieren, ob der Motor auch richtig funktioniert? Du hast recht, Tom. Wir wollen ja nicht, dass Christophers Mischertrommel wieder abfliegt, oder? Aber wie sollen wir das ausprobieren? Wir haben keinen Zement. Du meinst, wir sollen den zähen Pfannkuchenteig benutzen, um zu schauen, ob der Motor funktioniert, Klein Tom? Das ist eine großartige Idee. Okay, Tom. Schütt ihn rein. Hervorragend, Christopher. Du bist der neue Pfannkuchenteigmischer. Wow, Christopher, schau mal. Durch dich ist der Pfannkuchenteig richtig gut geworden. Wie gut, dass du heute in Toms Werkstatt musstest. Magst du bleiben und noch ein paar Pfannkuchen essen? Okay, genießt eure Pfannkuchen alle zusammen. Vielen Dank für deine Hilfe, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen.
Hallo Lilly, ist heute nicht ein wundervoller Tag? Wo willst du hin? Du holst die kleinen Autos von der Schule ab? Wie nett von dir. Schau, Lilly. Sieht so aus, als wäre die Straße gesperrt. Oh, du weißt nicht, wie du sonst zur Schule kommen sollst? Also, was wirst du tun? Hallo, Tyler. Sieh mal, die Straße ist gesperrt und Lilly weiß nicht, wie sie sonst fahren soll. So, du meinst, sie kann ruhig die gesperrte Straße fahren? Ich bin mir nicht so sicher, Tyler. Es gibt bestimmt einen Grund, warum das Schild da steht. Also meinst du, Tyler hat recht und du fährst die gesperrte Straße? Okay, Lilly, wenn du meinst. Vorsichtig und langsam, Lilly. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Pass auf, Lilly! Oh, Lilly, alles in Ordnung? Warte hier. Ich hole schnell Tom den Abschleppwagen. Er wird dir helfen. Hallo, Tom. Hallo, klein Tom. Die Werkstatt sieht aber toll aufgeräumt aus. Hör mal, Tom. Lilly hatte einen Unfall. Kannst du schnell kommen? Vielen Dank, Tom. Klein Tom, warte einfach hier. Er ist gleich zurück. Schau, Lilly. Tom kommt, um dir zu helfen. Du hast recht, Tom. Lilly hätte nicht hier fahren dürfen. Aber Tyler sagte, es wäre in Ordnung. Gut gemacht, Tom. Auf geht's zur Werkstatt. Na, dann wollen wir dich mal reparieren, Lilly. Wo fangen wir an, Tom? Du hast recht, Tom. Ihr Stoppschild ist kaputt. Aber ich bin sicher, du hast ein Ersatzschild, oder? Du hast keine Stoppschilder mehr? Ach du liebe Güte, was sollen wir tun? Kleber, hm? Das könnte funktionieren. Willst du es probieren, Klein Tom? Gut gemacht, Klein Tom. Das Schild ist repariert. Was kommt als nächstes? Das sind ziemlich üble Kratzer, Lilly. Aber ich bin sicher, Tom kann die reparieren, nicht wahr? Großartig. Toll gemacht. Ist Lilly jetzt fertig, Tom? Du hast noch ein kleines Extra für Lilly? Wie aufregend. Hier, Lilly, jetzt hast du ein Radio, mit dem du den Verkehrsfunk hören kannst und nicht mehr auf so bösartige Autos wie Tyler hören musst.
Kann Lilly jetzt wieder los? Großartig. Was ist los, Tom? Klein Tom, du hast den Kleber nicht zurück aufs Regal getan, nicht wahr? Also, ich glaube, dein Vater braucht ein bisschen Hilfe. Das habt ihr toll gemacht heute, Jungs. Vielen Dank. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Guten Morgen, Tom. Du kannst ja toll tanzen. Hallo, Jerry. Heute ist das große Rennen. Bist du aufgeregt? Was machst du denn mit der Farbe, Jerry? Deine Scheinwerfer besprühen? Bist du sicher, dass man das darf? Um das Licht deiner Lampen zu ändern, solltest du vielleicht farbige Glühbirnen besorgen. Mit grünen Scheinwerfern wirst du dich auf jeden Fall aus der Menge abheben bei der Autoshow, Jerry. Die Farbe scheint auf den Scheinwerfern nicht zu halten. Oh, Jerry, die Farbe verträgt die Hitze der Scheinwerfer nicht und hat die Scheinwerfer springen lassen. Nicht ohne Scheinwerfer am Rennen teilnehmen. Du bittest besser Tom den Abschleppwagen um Hilfe. In ein paar Stunden ist schon das Rennen. Hallo, Tom, da sind wir wieder. Jerry braucht deine Hilfe. Er hat versucht, sich für das Rennen herauszuputzen heute und hat seine Scheinwerfer angesprüht. Die Farbe hat seine Scheinwerfer kaputt gemacht. Kannst du ihm helfen? Großartig, auf geht's! Tom ist hier, um zu helfen, Jerry. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dich gewarnt habe, Jerry. Aber Tom ist auch der Meinung, dass Scheinwerfer nicht bemalt werden sollten. Komm, lass uns das reparieren. Schon sind wir da. Na, dann wollen wir mal, Tom. Na, jedenfalls hat Jerry eine schicke Farbe gewählt. Wie wirst du die Scheinwerfer reparieren, Tom? Als erstes müssen wir das kaputte Glas entfernen. Gute Idee, Tom. Entschuldige, Superheld. Deinen Plastikumhang musst du leider ausziehen. Wie willst du Jerry für das große Rennen gut aussehen lassen, Tom? Selbstverständlich hast du eine Idee. Was hast du vor, Tom? Einfache Glühbirnen? Aha.
Bitte schön, Jerry. Neue Scheinwerfer. Keine Sorge, Jerry. Tom hat eine kleine Überraschung für dich. So, alles fertig. Bereit, Tom? Schalt mal dein Radio ein, Jerry. Jetzt schalt deine Scheinwerfer ein. Jetzt wirst du ganz sicher ein Hingucker beim Rennen, Jerry. Hervorragende Arbeit, Tom. Vielen Dank. Viel Glück, Jerry. Tschüss alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tom, der Abschleppwagen. Hallo, Denver. Ich hätte gar nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du bist auf Urlaub hier aus England? Das ist großartig. Hey, warte mal einen Moment. Du fährst auf der falschen Straßenseite. Schau, da ist Lilly. Aufpassen! Oh nein! Denver, alles in Ordnung? Wir rufen besser schnell Tom den Abschleppwagen. Hey Tom, kannst du schnell kommen? Denver, der Doppeldeckerbus, braucht deine Hilfe. Hier ist Tom. Perfekt. Dann bringen wir Denver mal in die Werkstatt und reparieren ihn. Keine Sorge, Lilly. Tom weiß genau, was er tut. Ach du liebe Güte, da müssen wir eine Menge reparieren. Was machen wir als erstes? Wir ersetzen Denvers gebrochene Scheibe? Großartige Idee. Pass auf und nimm die richtige. Was denkst du? Nein? Du hast recht, Tom. Das hat nicht die richtige Form. Wie ist es mit diesem Fenster? Perfekt. Probieren wir es mal aus. Gut gemacht, Tom. Es hat genau die richtige Größe. Was kommt als nächstes? Wir müssen Denvers Kühlergrill reparieren? Okay, Tom. Was brauchen wir? Neue Stäbe? Okay, dann holen wir welche. Wie viele brauchen wir? Eins? Zwei? Drei?
Das sieht schon viel besser aus. Gibt es noch etwas, das wir reparieren sollten? Was denn? Du denkst, Denver braucht einen neuen Anstrich? Großartige Idee. Wow, Denver, du siehst nagelneu aus. Hervorragende Arbeit, Tom. Hey, warte mal einen Moment. Denk daran, auf der rechten Seite der Straße zu fahren. Tschüss, Denver. Tschüss, Tom. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Come on.